So, Leute, heute haben wir nochmal nach langer Zeit ein Platin-Projekt-Update. Das Jahr ist zur Hälfte rum und ich habe noch keins gemacht. Was denn da los? Also wirklich so lange Pause gab es, glaube ich, noch nicht in diesem Projekt. Keine Sorge, war natürlich weiterhin fleißig. Es ist jetzt nicht so, dass ich nichts vorbereitet hätte, aber ich habe zumindest kein Video darüber gemacht. Und wir wollen jetzt auch gar nicht groß Zeit verlieren. Was im Hintergrund als Gameplay läuft, weiß ich gar nicht. Irgendwas, was ich noch auf der Platte habe. Als letztes Game vorbereitet 2023 hatte ich Modern Warfare 23. Da hatte ich ja noch so einen fetten Grind, ja, quasi am Silvestermorgen, also am 31. hingelegt, bevor ich dann, ja, zu einer Freundin gefahren bin zum Silvesterfeiern. Und da haben wir dann, glaube ich, auch das Wochenende Dark Pictures Switchback VR angefangen, also ein VR Railgun-Shooter, quasi auch so ein Achterbahn-Shooter. Da gab es für die VR1 schon so ein Game, das hieß, Until Dawn, Rush of Blood. Und jetzt ist das im Prinzip das gleiche in Grün für die Dark Pictures-Reihe, die ja von den gleichen Devs ist. Also auch wieder so ein ja, Rollercoaster-Shooter. Und hat ziemlich Bock gemacht. Da muss ich theoretisch noch ein paar DLC-Trophäen holen, aber die sind wesentlich schwerer als die Platin. Aber die Platin ist an sich vorbereitet, war ein bisschen doof, dass man da dreimal durch musste. Vier verschiedene Choices. Ja, man muss tatsächlich in einem Railgun-Shooter Choices treffen. Aber ja, hat Bock gemacht. Ja, man fühlt sich halt reingesungen. Man hat wirklich, teilweise, wenn es wirklich steil bergab geht und krasse Kurven, dann, und wenn man dann irgendwie anfällig ist für Motion Sickness, muss man ein bisschen aufpassen. Aber sonst geht's. Das war tatsächlich das einzige Game, was ich im Januar vorbereitet habe. Krass. Dann Last of Us Part 2 Remastered, das kam ja Ende Januar raus, habe ich ja nochmal komplett von Scratch gemacht, also jetzt nicht irgendwie Save Game Import, das versuche ich ja wirklich überall, wo es geht, zu vermeiden. Hab auch quasi nochmal die DLC, also ich habe, weil man ja eh anderthalb Mal, sage ich, für Platin durchrennen muss, um alles zu upgraden, habe ich dann quasi jetzt direkt angefangen mit dem ersten Playthrough leicht Permadeath, also auf Easy, aber ohne Checkpoints. Und dann den zweiten Run auf Grounded. Und ja, deswegen habe ich dann quasi die beiden DLC-Trophäen auch noch mitgenommen. Plus den Roguelike-DLC-Modus, den ich tatsächlich ziemlich cool fand, muss ich sagen. Oder Rogue. Ist es ein Roguelike oder ein Roguelite? Also Roguelite ist ja quasi, wenn man eigentlich Upgrades mitnimmt. Ne, eigentlich müsste es ein Roguelike sein. Weil abgesehen von irgendwelchen Challenges und Skins, also wirklich Gameplay-Vorteile hat man nicht unlockt durch ja, wiederholte Playthroughs. Aber war irgendwie ganz cool, auch wenn ich ja an sich kein Riesenfan vom Last of Us Gameplay bin. Mag ich einfach andere Games wesentlich lieber. Last of Us lebt für mich einfach von der Story und von der Atmosphäre. Aber irgendwie hat mir trotzdem dieser Rogue-like-Modus Spaß gemacht. Und ja, war ja eh auch nur 10 € Upgrade das Game. Kann man auf jeden Fall machen. Dann noch einen Remaster, aber jetzt auch gar nicht groß was zu sagen. The Bunker hat eine PS5-Version bekommen. Das ist tatsächlich so ein bisschen Déjà-vu, weil das im letzten Platin-Projekt drin war. Das kam, glaube ich, 2016 oder 17 für PS4 raus. Ja, quasi ein FMV, Interactive Movie. Ja, für alle, die das nicht gespielt haben, den kann ich eigentlich nur empfehlen. Dann ein großes Koop in Anführungszeichen Abenteuer. Payday 3. Ich hatte ja letztes Jahr Payday 1 schon gemacht. Payday 3, was Gameplay-Mechaniken angeht, wesentlich besser als Payday 1. Aber irgendwie war es auch, ja, irgendwie relativ langweilig. Ich weiß es nicht. Also, kein Game, wo ich jetzt Vollpreis für bezahlen würde, aber im Sale war das halt völlig okay. Hat auch irgendwie im Koop Bock gemacht. Also bereue ich auf jeden Fall nicht gespielt zu haben, auch wenn es ja einige gibt, die das Game nicht mochten. Ich meine, gut, ich habe es halt erst im Februar gespielt, sprich, was ist das, 4 Monate nach Release oder so. Bei Release hatte das Game ja ziemliche Probleme, auch so was Serverstabilität angeht. Und ja, deswegen, das war jetzt eigentlich kein Problem mehr. Und generell gibt es einfach zu wenig Games in diesem Genre, so Heist und Ego-Perspektive oder so. Wenn das einfach mehr Games machen würden, dann wäre man vielleicht auch nicht unbedingt gezwungen, Payday zu spielen, was vielleicht Mechaniken hat, die man nicht so toll findet, also die ein oder andere.
Ich meine, es kam ja letztes Jahr so ein anderes Game noch raus. Ich meine, das wäre letztes Jahr gewesen, dieses Crime Boss Rocky City. Aber das soll ja sehr, ja, also ist ja so ein Indie-Game quasi und das soll generell, glaube ich, ziemlich, ja, rough, würde man jetzt im Englischen sagen, sein. Also da ist, glaube ich, Payday schon noch irgendwie besser. Dann Lego Fluch der Karibik auf PS3. Ich habe ja bei Lego eigentlich so die Devise, dass ich immer nur die Games zu Franchises spiele, die ich mag. Und Lego Fluch der Karibik habe ich tatsächlich, boah, irgendwann schon vor zig Jahren auf PS3 mal gekauft. Würde man sagen, vielleicht so 2017, 18 oder so. Und hatte das aber halt nie gespielt. Und hab's dann jetzt mal nachgeholt, weil ich mag das ganze Franchise, also vor allem halt die Fluch der Karibik-Trilogie 4 und 5 muss man nicht unbedingt gesehen haben, meiner Meinung nach. Ich meine, der erste ist halt unangefochten ein absoluter Klassiker. Und aber die ganze Trilogie ist halt super und vor allem auch die Musik und so. Also da gibt's, das ist eine mit der besten Filmmusik Stücke. Also nicht nur jetzt das hieße Pirate Main Theme, sondern alles Mögliche, was Hans Zimmer da noch komponiert hat. Absolut fantastisches Franchise. Ja, gut, was soll ich zu einem Lego-Game gut sagen? Das ist halt noch eins von den Oldschool-Lego-Games, war eins der letzten ohne Dialog, was ich ja cool finde, weil ich mag irgendwie, ich finde, dass es jetzt wirklich Dialoge gibt in den Lego-Games, raubt so ein bisschen den Charme und das war auch noch nicht so mit exzessiven Open World, sondern wirklich Level fokussiert, Red Bricks, Gold Bricks, ja, True irgendwas, also True Pirate in dem Fall, glaube ich. Und Minikits, also insofern, ja, good old Lego, wie man es, keine Ahnung, von 2005 bis, keine Ahnung, vielleicht 2012 oder so hatte oder 13. Ja, so viel dazu. Dann habe ich einige Formel-1-Games nachgeholt, weil ja auch Serverabschaltungen anstanden. Und dann habe ich Formel 1 2013 und Formel 1 2014 nachgeholt. Eins von den beiden, ich weiß jetzt gar nicht mehr welches, habe ich mit mir selbst geboostet, also quasi mit zwei Konsolen, das andere mit einem Kumpel zusammen, dem die Online-Trophäen auch noch fehlten. Ja, irgendwie finde ich die Singleplayer in den Formel 1-Games noch irgendwie abwechslungsreicher als in den heutigen Formel 1-Games, einfach weil man auch irgendwelche historischen Events nachfahren musste, irgendwelche Time-Trial-Challenges. Also es war viel abwechslungsreicher, was man im Singleplayer für Trophäen machen musste, als in den neuen, wo es eigentlich nur darum geht, ja, fahr halt ein, zwei Saisons stumpf, upgrade irgendwie deinen Formel-1-Wagen hier, Research and Development maxen oder so. Und dann halt noch irgendwie online. Ich meine, online ist das ja eben mittlerweile komplett beschissen geworden. Also gerade in Formel 1 23 und 24 ist das, glaube ich, auch nicht so toll. Die habe ich auch beide nicht gespielt. Aber sonst habe ich jetzt tatsächlich 10, 11 auf Vita. 11 und 12 konnte ich leider auf PS3 nicht mehr machen, weil da geht der Multiplayer nur mit Online-Pass. Und die Games gibt es nicht mehr im Store. Und die Online, selbst wenn ich jetzt eine neue CD bekommen hätte, also ohne eingelösten Code, wäre der Code mittlerweile abgelaufen. Also keine Möglichkeit mehr online zu spielen. Und insofern habe ich Formel 1 2011 und 12 dann nicht machen können. Also ich habe 10, 11 auf Vita, 13 und 14. Und dann beginnt ja die PS4-Ära und da habe ich halt 15, 16, 17, 18, 20, 21 und 22 gemacht. Und die meisten, ich glaube bis auf 2016 sind auch alle in diesem Platin-Projekt drin. Ja, dann noch ein weiterer Stack von Ice Age Scrat's Nutty Adventure. Da hatte ich ja schon PS4 und 5 Versionen gemacht im Vorfeld und ja, hatte mir jetzt dann, als es dann mal irgendwann im Sale war, noch die US-Version gekauft. Da konnte man dann die PS5-Version nochmal platinieren. Ja, brauche ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Dann Star Wars Dark Forces Remaster, also der Vorvorgänger von Jedi Knight to Jedi Outcast, also das ist quasi diese Dark Forces-Reihe. Das hat sich auch gameplay-technisch stark gewandelt. Also das erste ist halt wirklich so ein, also dieses Dark Forces, was jetzt wirklich von Night Dive Studios remastert wurde, die auch hier Turok und Quake und so remastert haben. Die haben, ja, wie gesagt, das erste Dark Forces Remaster ist so ein klassisches Doom im Star Wars Gewand. Also im Prinzip auch quasi mit Secrets in Wänden und Ego-Shooter und irgendwelche Keycards sammeln, um in irgendwelche Bereiche zu kommen.
Und ja, gab es eine PS4 und PS5-Version. Habe ich jetzt beide parallel gespielt, weil ich tatsächlich bei solchen Games und Dark Forces ist da extrem, manchmal echt Probleme habe, vom Level-Design mich zurechtzufinden. Gerade bei Quake 2 gab es nämlich tatsächlich so eine Option, wo man sich quasi Wegpunkte anzeigen lassen konnte. Finde ich eine coole Modernisierung für so alte Games. Haben sie bei dem Star Wars Remaster weggelassen. Deswegen habe ich dann quasi immer jedes Level quasi zweimal hintereinander gemacht, wenn ich quasi noch wusste, ah, okay, da muss ich hin, da ist die Keycard und so. Weil ich würde das Game ja jetzt nicht irgendwie groß mit Guide spielen. Ja, deswegen, es gibt jetzt noch Star Wars Dark Forces 2 Jedi Knight. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das auch noch so ein Oldschool-Shooter ist oder ob das quasi schon Richtung Jedi Knight 2 Gameplay geht, auch mit Lichtschwert und so. Deswegen, das ist, gibt's halt noch nicht auf Konsolen. Und Jedi Knight 2 Jedi Outcast habe ich ja vorbereitet. Und Jedi ist, ja, quasi Jedi Knight 3, aber da haben sie sich die Nummer gespart. Jedi Academy, das muss ich noch machen. Das gibt's auf jeden Fall auch schon auf PS4. Die beiden Games waren halt so Aspyr Remaster. Oder eigentlich eher gesagt Ports. Ja, deswegen, das habe ich noch gemacht. Dann zu einem meiner persönlichen Highlights bisher dieses Jahr, auch wenn es quasi nur ein nachträglicher Port ist. Also das Original-Game gibt es seit 2022, aber das war halt damals ein Xbox und wahrscheinlich auch PC-Exclusive. Gab es halt nicht auf PlayStation. Und zwar ist As Dusk Falls. Ist im Prinzip sowas ähnliches wie die Telltale Games. Oder Heavy Rain oder so, aber es ist quasi nicht mit flüssigen Gameplay, sondern es ist quasi ja so Daumenkino-mäßig. Also du hast quasi immer Standbilder, die schnell wechseln. Ist ein, ja, sagen wir mal, Artstyle, der mich am Anfang ein bisschen skeptisch gemacht hat. Aber ja, also das Game hat mich auf Handlungsebene absolut abgeholt und überzeugt. Also es ist wirklich ein absolutes Top-Game. Man kann das Game auch einfach blind durchspielen und danach der Trophäen-Cleanup ist auch nicht so wild. Also kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Also das ist, glaube ich, so die größte Empfehlung von den Games, die ich dieses Jahr gespielt habe, die ich aussprechen kann. Absolut fantastisch. Ich weiß gar nicht, es gibt sogar auch, glaube ich, in PlayStation Plus Premium eine Testversion, wo man es anzocken kann, wenn ihr möchtet. Also ja, wirklich von diesen interaktiven Games wirklich richtig toll und hat mich doch auch gerade zum Ende hin das ein oder andere Mal zu Tränen gerührt. Also wirklich uneingeschränkte Empfehlung. So, und jetzt wird's tatsächlich ein bisschen mühselig. Und zwar Alan Wake 1 in jeglichem Stack. Ich habe echt Alan Wake 1 viermal vorbereitet. Was quasi insgesamt 8 Playthroughs waren, weil man einmal auf Easy oder Normal und einmal auf Nightmare durchspielen muss. Haben auch unterschiedliche Collectibles zum Teil. Und finde ich, also von der Atmosphäre fand ich das echt richtig gelungen. Von der Handlung eigentlich auch spannend. Aber ich war dann so ausgepowert, nachdem ich das viermal gemacht habe, wie man sich vorstellen kann, dass ich tatsächlich die DLCs noch nicht angegangen bin. Das steht noch auf meiner To-Do-Liste. Die muss ich noch angehen und dann eventuell irgendwann mal Alan Wake 2. Bei Alan Wake 2 halt noch viel mehr in diesen Horror-Grusel-Aspekt reingeht, auch mit vielen Jumpscares und so. Und da bin ich eigentlich eher nicht so für zu haben. Deswegen, das fand ich bei Alan Wake 1 eigentlich ziemlich cool. Auch das Gameplay hat mir da erstaunlich gut gefallen. Ich glaube, Alan Wake 2 ist ja deutlich weniger Combat-lastig, von dem, was ich so gehört habe. Ja, also wie gesagt, das viermal vorbereitet. Dann die PS4-Version von Beat Saber. Also Beat Saber auf PS5 hatte ich ja, also auf VR 2 hatte ich ja schon vorbereitet letztes Jahr. Jetzt das Ganze nochmal VR 1. Ich spiele das Game auch nach wie vor wöchentlich mehrmals just for fun. Einfach um, natürlich auch, klar, Bewegung schadet nicht. Und mittlerweile bin ich natürlich auf einem Level, auf einem Skill-Level, sage ich jetzt mal, was natürlich das, was man für Platin braucht, deutlich übersteigt. Und es macht einfach viel Spaß, ich spiele das auch online. Also wirklich, ja, eigentlich ein bisschen krass. Ich habe mir eigentlich eine VR geholt, eigentlich für eine Vielfalt an Games, aber ich habe tatsächlich außer dem Dark Picture Switchback, also diesem Rollercoaster-Shooter und Beat Saber tatsächlich auf meiner VR-Brille, seitdem ich sie besitze, noch gar nichts gespielt. Kommt vielleicht noch. Dann Alone in the Dark, das Remake. Ich habe das Original nicht gespielt. Deswegen,
Weiß ich nicht, wie originalgetreu die Handlung ist, aber die Handlung ist schon ziemlich hanebüchen. Also gerade Richtung Ende nimmt es so Twists, wo ich mir denke, what the fuck, was haben die damals, also wenn es halt wirklich damals auch schon so war, in den Anfang der 90er geraucht, muss ziemlich guter Stoff gewesen sein. Gameplay ist ziemlich barebones, Shooter-Mechaniken sind okay. Und Gegneranzahl ist schon sehr dürftig. Also jetzt nicht die schiere Anzahl, sondern die, ja, also die Anzahl verschiedener Gegnerarten. Also das ist schon irgendwie, ja, der Combat ist schon irgendwie ein bisschen lame in dem Game. Aber das Game punktet extrem meiner Meinung nach durch die Atmosphäre. Also diese Irrenanstalt ist extrem geil und auch diese, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber die ganzen Abschnitte, in die man auch sonst mal eintaucht, die haben auch alle extrem viel Flair. Also das hat für mich das Game doch extrem gepusht in meiner Wertung. Und aber es ist kein Game, was man sich meiner Meinung nach zu Vollpreis holen sollte. Ich habe es damals gemacht, aber ja, muss man rückwirkend nicht, weil das Game ist auch ziemlich kurz. Man muss auch einen Speedrun machen für eine Trophäe unter 3 Stunden. Das dauert keine 2 Stunden. Also das ist halt wirklich ziemlich, ziemlich kurz. Der erste Blind Playthrough mit Cutscenes und ein bisschen Umschauen dauert halt vielleicht irgendwie 8 bis 10. Und ja, die ganze Platin, ja, ist eigentlich schon realistisch. Wenn man sagt, irgendwie 12 Stunden, maximal 15. Ja, also keine Ahnung, im Sale, ich glaube, das war jetzt schon mal im Sale. Also wenn man das irgendwie für 20, 30 € finde ich, kann man das mitnehmen. Aber für die vollen 60 ist es dann doch etwas hochgegriffen, meiner Meinung nach. Dann, Brothers: A Tale of Two Sons, das Remake, das erste Game, oder ich weiß nicht, ob es das erste Game von Joseph Farrell war, also quasi dem Mann, der danach die Hazelight Studios gegründet hat und A Way Out und It Takes Two gemacht hat. Der hat vorher noch, ja, ich weiß gerade gar nicht, unter welchem Publisher das hier ist, aber die haben vorher halt Brothers: A Tale of Two Sons gemacht, aber bei 505 Games, okay. Und ich habe danach das Original auch mal nachgeholt, das hat mich damals tatsächlich nicht so interessiert, weil es keine Platin hatte. Das Remake hat jetzt eine Platin, auch wenn es von den Trophäen zu 95% identisch ist. Habe ich im Koop gespielt. Man gewinnt jetzt, also Koop hat den Nachteil, dass nur der Host Trophäen kriegt. Also man muss es im Prinzip dann eh zweimal machen oder man kann es halt direkt solo machen. Ist tatsächlich, funktioniert das erstaunlich gut, diese Steuerung mit zwei Sticks, weil, oder zwei Hälften von einem Controller, wenn man das solo spielt. Also man spielt halt zwei Figuren. Und man hat, wenn man solo spielt die eine Hälfte, also sprich linker Stick L1, L2, den einen Bruder und rechter Stick R1, R2, ja, den anderen Bruder. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und wenn man es halt im Koop Online, also was, nee, Koop Online gibt es nicht, aber Koop Local spielt, dann hat man zwei Controller und der eine Controller spielt aber trotzdem nur L1, L2 linker Stick und der andere Controller R1, R2 rechter Stick. Also kann man es im Prinzip auch an einem Controller machen, zu zweit. Oder man spielt es halt wirklich einfach alleine mit zwei Händen. ist aber tatsächlich dann ein Game, was ja natürlich für Einhändige sehr von Vorteil ist. Ich meine, ich erinnere mich da noch dran, es gab damals mal irgendwie so zu MW3-Zeiten jemanden, der hat auch irgendwie einhändig COD gespielt und da auch irgendwie Moabs gerissen oder so. Ich glaube, es war sogar ein Deutscher. Weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie der heißt. Atmosphärisch ziemlich cool, aber es ist schon meiner Meinung nach von den drei Games von, sagen wir mal, Joseph Farrell, das Schwächste. Aber ja, es hat halt trotzdem einen extremen Charme und ist auch nicht so teuer. Ich glaube, das Normale, was halt grafisch auch vom Stil anders ist, da gefällt mir aber tatsächlich das Remake besser. Aber das Original war, oder ich weiß, vielleicht ist es auch noch in PlayStation Plus extra. Kann auch sein, dass es mittlerweile raus ist. Ich habe es, wie gesagt, danach noch mitgenommen. Nachdem ich das Remake vorbereitet hatte, habe ich dann einfach das, ja, 100% Game auf PS4 nochmal gemacht. Das gibt es ja auch noch für PS3. Also, es war ursprünglich ein PS3-Game. Mal gucken, ob ich es auf PS3 irgendwann auch nochmal mache. Aber da hat es, wie gesagt, auch keine Platin. Dann, ja, wie gesagt, durch Beat Saber so ein bisschen motiviert an Rhythm Games und, also, was heißt, ja, hab mich für Rhythm Games ein bisschen begeistern können, so rum. Und das war auch irgendwie im PlayStation, oder ist auch im PlayStation Plus extra, wenn es da rausgehen sollte, bevor der Platin da kommt, muss ich es mir kaufen. Und zwar Avicii Invector, also ein Rhythm Game
nur mit Avicii-Songs. Also ich finde, Avicii hat einige geile Songs, aber auch, also viele von den Songs kannte ich auch nicht mal. Ich bin jetzt irgendwie kein Avicii-Fan oder so, aber man kennt halt einfach einige, weil das natürlich so populär war. Und einige der Songs, ja, mochte ich jetzt auch nicht. Man musste das jetzt einmal durchspielen, jeden Song einmal gespielt haben und dann gab es halt so Requirements, so und so viele S-Ränge, A-Ränge und so. Und am Ende musste man dann tatsächlich noch Score farmen. Ist aber ziemlich cool, weil ja, die gerade so Songs, ich glaube Hey Brother oder so, was einer meiner Lieblingssongs von Avicii ist, der hat relativ viel Score gegeben und war auch nicht so schwer zu spielen. Hab ich den dann halt natürlich schon fokussiert auch gespielt. Ich glaube, das war jetzt irgendwie eine 5-6 Stunden Platin. Eine Trophäe kann oder ist relativ räudig. Die ist relativ anspruchsvoll. Die habe ich tatsächlich sogar auch legit geschafft. Auch wenn man das Game downgradet auf 1.0.0, gibt es einen Exploit, wie man die Trophäe easy holen kann. Aber ja, ich habe es halt, wie gesagt, regulär auch hinbekommen. Dann, wo wir gerade von Rhythm Games sprechen, Metal Hellsinger noch gemacht. Wobei ich sagen muss, also von dem Game habe ich mir irgendwie mehr erhofft. Der Soundtrack fetzt, ja. Die ja, Rhythm-Mechanik fand ich jetzt nicht so toll umgesetzt. Habe ich dann nach einer Weile auch ausgeschaltet. Also, dass man quasi, weil das ist quasi so, man spielt quasi wie Doom. Aber ja, wenn du im Beat spielst und schießt, dann machst du halt mehr Damage. Und ich glaube, wenn man dann ja, wirklich den Beat komplett ignoriert und normal spielt, dann ist das Game, glaube ich, schon ziemlich anspruchsvoll, weil der Schaden dann relativ gering ist, den man austeilt. Aber es gibt, wie gesagt, so Optionen, dass man sagen kann, okay, egal wie man spielt, man kann es quasi wie ein Doom spielen und dann ist man immer on Beat und hat die ganz normalen Schadenseffekte. So habe ich den Großteil des Games, muss ich sagen, gespielt, weil ich dachte, okay, ich spiele einfach irgendwie sowas wie Doom, nur ohne Collectibles. Und dafür ist okay und ich meine, dafür, dass es so, wenn man es im Sale holt, beziehungsweise ist, glaube ich, sogar auch aktuell noch in Extra, dann macht man da auf nichts falsch. Aber ein bisschen mehr habe ich mir da tatsächlich schon auf, weil es eigentlich fast nur Arenen sind mit Kämpfen und nicht irgendwie auch so wirklich lineares Gameplay. Ja, was habe ich noch vorbereitet? Dann noch Red Dead. Nee, Quatsch, das habe ich noch nicht vorbereitet. Gotham Knights. Und ja. Ich dachte mir, wird nochmal Zeit, ja, für einen Batman-Game in Anführ also in großen Anführungszeichen, weil Batman selbst kaum vorkommt, also abgesehen von Cutscenes, man kann ihn nicht spielen. Und ja, das ist wirklich meiner Meinung nach ein Paradebeispiel für Look How They Massacred My Boy. Also, wie man von den Arkham-Games zu sowas wie Gotham Knights gehen kann, da blutet tatsächlich schon irgendwie ein bisschen mein Herz, weil das hat von dem Combat überhaupt nichts mehr damit zu tun. Du hast keinen Free-Flow. Es ist komplett Loot-basiert. Es hat eine wirklich ziemlich schlechte Performance, so was Framerate angeht. Und ja, es hat nichts, wo ich sagen würde, boah, hey, das ist echt cooler als in den Arkham Games. Was, ja, gut, es ist grafisch halt besser, aber ich meine, gut, Arkham City, Quatsch, Arkham Knight, was das letzte Arkham Game war, ist 9 Jahre her. Und dass da dann, beziehungsweise 7 Jahre als Gotham Knights rauskam. Aber, ja, ich meine, dass man halt technischen Fortschritt hat, ist klar. Und insofern ist das jetzt nicht so beeindruckend. Und ja, das ist halt wirklich schon, ja, stark, wie man es schafft. Von, also jetzt speziell der Entwickler, der hatte jetzt nur Arkham Origins gemacht, was ich ziemlich gut fand. Habe ich ja auch erst vor 4 Jahren oder so nachgeholt. Wie man von Arkham Origins 9 Jahre nichts entwickeln kann, außer diesem Game. Und dann kommt man mit Gotham Knights um die Ecke. Aber ich meine, Suicide Squad habe ich jetzt selber noch nicht gespielt, aber hat ja, glaube ich, ähnliche Probleme. Ich glaube, das ist halt einfach, man hat sich 2014 und 16, je nachdem, welches der beiden Arkham Dev Studios man da nimmt, dazu entschieden, irgendwie so, ja, einen Trend zu folgen und irgendwelche Live-Service-Game mit Loot zu machen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo die jetzt rauskommen, will eigentlich das schon keiner mehr haben. Also,
lange Spieleentwicklung und dann haben sich die Trends schon lange geändert. Also, wie gesagt, Gotham Knights würde ich keinem wirklich empfehlen. Wie gesagt, ich habe es komplett im Koop gemacht und ich war es halbwegs erträglich. Vor allem kann man manche Sachen beschleunigen, weil die Sachen immer für beide gezählt haben. Also man muss so Open-World-Crimes lösen oder schlichten und das ist halt ein relativ großer Grind. Muss man 250 Stück von machen. Und man kann quasi, jeder kann eigen für sich unterschiedliche Crimes machen im Koop und die zählen dann immer für beide Personen. Also man kann quasi, jetzt mal übertrieben gesagt, in der gleichen Zeit, wo man solo einen Crime macht, machst du halt zwei. Ja, also deswegen war jetzt nicht so der Hammer. Und zum Abschluss auch ein richtiger Klassiker, den ich hier nachgeholt habe, und zwar Blur. War ich ja wirklich sehr skeptisch immer bei dem Game. Ich habe das damals war ja wirklich so der Showdown Split Second versus Blur, weil die auch irgendwie in der gleichen Woche released sind, komplett dumm aus heutiger Sicht rückblickend, weil ich meine, PS3 hatte zwar schon wesentlich bessere und mehr gute Rennspiele als PS4 und 5, aber trotzdem jetzt auch nicht so viele, dass man zwei solche Banger in der gleichen Woche releasen muss. Auf jeden Fall hatte ich mich für Split Second entschieden. Würde auch immer noch sagen, dass ich Split Second besser finde als Blur. Aber wie gesagt, ich habe es 2014 mal bei einem Kumpel angezockt. Da hat es mir gar nicht gefallen. Und deswegen war das Thema für mich eigentlich vom Tisch, das nachzuholen. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich mich da 2023 umstimmen lassen, weil ein Bekannter das noch machen wollte. Und ja, dann habe ich mir das geholt. Wir haben Anfang des Jahres, also Anfang 24 dieses Jahr, den Multiplayer schon geboostet. Und dann bin ich jetzt wirklich vor einer Woche, 2 Wochen den Singleplayer angegangen und es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Also war auch nicht annähernd so schwer, wie im Vorfeld behauptet wurde. Also da würde ich jetzt bei einer 8 von 10 nicht mitgehen. Ich würde dem eher eine 6 bis 7 oder so geben. Gab ein paar nervige Sachen und ich meine, ja, so Power-Up-Rennspiele sind halt schon immer auch stark luck-based. Also wenn man irgendwie in der Mitte festhängt und man kriegt von vorne und hinten die ganze Zeit Items ab, dann ja, scheiß da halt rein. Wenn du dich einmal abgesetzt hast, ist es relativ easy. Kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen, der auch noch irgendwie PS3 spielt oder so, das nachzuholen. Also macht auf jeden Fall Bock. Und jetzt bin ich aktuell bei 316 vorbereiteten Games. Ich weiß gar nicht, bei wie viel ich jetzt zum Ende des letzten Jahres war. Müsste ich mal reinschauen. 289 laut meinem letzten Update-Video. Dann hätte ich jetzt 27 vorbereitet dieses Jahr. Das wäre eine ziemlich sicke Quote. Das muss man mal eben durchzählen, ob das tatsächlich auch so stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ich komme nur auf 23? Keine Ahnung, vielleicht habe ich mich da auch irgendwie verzählt in dem letzten Video. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es 316. Da habe ich auf jeden Fall, meine ich, nachgezählt. Und das hat tatsächlich jetzt auch den Rekord eingestellt. Also es hat tatsächlich jemand bei Trophies.de, der, ja, wo es ja diesen Bereich von Platin-Projekten gibt, hat einer tatsächlich ein Platin-Projekt gemacht im, ich weiß gar nicht, letztes Jahr, glaube ich, oder Anfang diesen Jahres. Müsste ich mal irgendwie reinschauen. Der hat das aber komplett fast nur mit Shovelware gemacht. Also eigentlich nichts wert. Und der hatte 315 Games gemacht. Und ja, deswegen 316 sind es dann jetzt. Und ja, mal schauen, wie viel es noch werden. Ich hatte ja mal angepeilt, Ende diesen Jahres vielleicht den Platin-Tag zu machen. Das steht jetzt noch nicht hundertprozentig fest, aber könnte schon sein. Aber definitiv werde ich das nicht im Sommer machen. Ich meine, ich hatte vor 6 Jahren beim letzten Platin-Projekt Glück, dass es nicht zu heiß war. Aber gerade wenn wir hier dann irgendwie mit mehreren hocken, mehr oder weniger den ganzen Tag in einem Raum. Also ich bin eh schon relativ hitzeempfindlich
Und wenn sich dann aber ein Raum so aufheizt durch viele Personen und dann noch durch warmes Wetter von außen, würde ich kaputt gehen. Das ist keine gute Idee. Also dann lieber in kälteren Jahreszeiten. Und ja, mal schauen, wie viel es noch werden. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Haut rein. Too easy. Run, Batman!